Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Adobe Live, Stream Nummer 43? 412? Ja, 43 müsste es sein. 50. 12, genau das ist es. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Freunde, wie immer auf behance.net/live/de und auf YouTube. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, ist es natürlich vollkommen okay. Kommt aber gerne rüber auf Behance, denn da habt ihr die Möglichkeit, mit unserer wunderbaren Community zu chatten und die liebe Julia. Hallo Julia. Hallo, Chan. Hallo und ich, wir werden das nämlich sehen und wir werden eure ganzen coolen Chatnachrichten, die ihr hier verbreitet in dem Stream, an unseren heutigen Gast, unsere heutige Gästin sozusagen, weitergeben. Das ist nämlich heute die Dani. Hallo Dani. Herzlich willkommen, Hi. Dani. Hallo, hallo Hi. nach Hamburg. Yay. Hallo, hallo, hallo. Wie geht es dir, Dani, an diesem Gut. wunderbaren Feiertag? Ja, sehr gut. Etwas aufgeregt, aber gut. Etwas Ja, aufgeregt. das ist erlaubt, das ist in Ordnung. Ja, für heute darfst du das. Für heute ist dir das gegönnt, aber mach dir keine Sorgen. Wie gesagt, die Julia und ich werden so viele schöne, schlechte Witze verbreiten. Da ist die Aufregung dann ganz schnell weg und du wirst einfach denken, ah, okay, in Ordnung. Genau. Ja, Daniela, Dani, sorry. Ja, irgendwie Dani. ich, Dani. Wir haben auch so viele Danielas und Danis irgendwie in meinem Kopf. Aber Dani ist es ja richtig. Erzähl uns noch mal ein bisschen was von dir. So in zwei, drei Sätzen, wer du bist und was du machst. Und dann gucken wir uns später mal an, was du uns so mitgebracht hast. Kriegen wir hin. Ja, ich bin Dani. Ich wohne in Hamburg und bin Illustratorin und Textildesignerin oder Musterdesignerin, besser gesagt. Ich arbeite meistens digital und manchmal zur Abwechslung auch ein bisschen traditionell noch, weil es immer ganz gut ist, um den Kopf auch nochmal freizukriegen. Aber Stimme dazu. So einfach mal was anderes, die Sache nochmal anders angehen und so. Ich finde es immer so zur Abwechslung mal eine nette Sache. Oh ja. Ja, und ich bin freiberuflich unterwegs, momentan wieder auf jeden Fall. Schon etwas länger und ja, ich mag bunte Farben, finde ich super. Und ja, das wäre erstmal so die Das Kurzfassung. klingt auf jeden Fall erstmal ziemlich cool. Musterdesignerin ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Freelancer-Beruf, glaube ich. Was Ja, versteht man denn darunter, wenn ich mal fragen darf? Also ja, klar, jeder kann so ein bisschen was darunter vorstellen. Ja, Muster, Textil, aber was ist so deine Definition von Textile Design, Pattern Design, Designerin, sagen wir es so? Also grundsätzlich ist es ja Oberflächendesign auch, dass man halt Muster gestaltet. Und ich mache das größtenteils für Textilien, also Mode eigentlich im geistigen Sinne. Und ich habe tatsächlich auch Modedesign studiert und bin da auch so irgendwie dann reingerutscht. Cool. Ja, weil ich es halt in der Uni dann schon so nice fand. So in diesem einen Semester, wo wir es dann hatten, dass ich das einfach nach dem Studium noch weiter. Du hast quasi ein Semester Fashion Design gehabt. Nee, ein Semester Pattern Design während meines Okay. Modedesign-Studiums. Ah, okay, cool. Ja. Du hast also Modedesign-Background und hast dich spezialisiert auf das Pattern Design. Okay, cool. Genau, ja. Nicht schlecht. Und das hat sich dann einfach so bei dir entwickelt, ne? Dann hast du gemerkt, okay, das macht mir Spaß und da gehe ich jetzt mal rein, versuche das jetzt einfach mal. Ja, mehr oder minder. Also nach dem Ja, dein. Studium habe ich natürlich erstmal im Modedesign gearbeitet und als Stylistin. Und weil tatsächlich haben wir das in Deutschland gar nicht so richtig dolle. Also es ist halt super etabliert in England und in den USA, aber in Deutschland ist es so, es gibt zwar Stellen innerhalb von Firmen, aber es ist jetzt gar nicht so ein großes Feld. Und ja. Das stimmt. Deutschland ist ja auch gar nicht so irgendwie das Land, wo man sagt, ja, das ist so die Fashion, das Fashion-Land. Es gibt zwar vereinzelt Veranstaltungen und Städte, ne, so Berlin Fashion Week und irgendwie sowas um den Dreh, aber wenn du an Mode denkst, denkst du tatsächlich dann eher so an Italien, London, hast schon recht, Japan, Und jetzt an Hamburg. Paris, genau, und jetzt an Jetzt, Hamburg. ja. Ja, jetzt auf jeden Fall, ja. Na, jetzt haben Fernsehstudio wird wir, jetzt alles verändern. genau, wir haben Ja, eine neue schön. Hochburg. Ja, auf jeden Fall. Cool. Also es gibt tatsächlich ein paar Girls auch in Hamburg, die das auch machen. Und ja, wir sind eigentlich ganz gut connected auch. Und Oder wächst was? Das klingt gut.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Intro. Ich würde sagen, wir schauen mal uns gleich mal an, was du uns so mitgebracht hast. Denn es ist ja so, Illustration ist immer so ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, was natürlich auch Julia bestimmt sehr spannend findet und auch ihr im Chat, hoffe ich. Denn jeder hat so seine unterschiedlichste Herangehensweise, jeder hat seinen eigenen Style, jeder hat auch eine eigene Nische, könnte man sagen, ne? Weil Illustration ist so ein bisschen die Spiegelung des eigenen Charakters, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Okay. Du drückst dich ja, der Chandinsky. Ja, ich sehe schon, die ganzen Namenswitze, die poltern jetzt langsam wieder hier rein. Ja, nee, aber es ist ja eigentlich so, oder? Also ich meine, im Endeffekt, du drückst dich ja aus mit deiner Illustration und dein eigener Stil verkörpert sich ja in dem, was du auf Von irgendwo kommt es ja alles. Mhm. Genau. Ja, ist total witzig, dass du das sagst, weil in meinem Modedesign-Studium hatte ich meine Abschlusskollektion komplett schwarz gemacht. Und es musste auch unbedingt komplett schwarz sein, ging nicht anders. Okay. Aber ja, jetzt auf jeden Fall bin ich so die krasseste Farbmaximalistin. Mega interessant. Hast du da so deine Gothic-Phase gehabt, wie? Oder war das so für dich einfach, ich liebe schwarz, es muss alles schwarz sein? Ja, irgendwie. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich so, ja, hätte man ja auch schon mal Muster machen können, wäre irgendwie schlau gewesen. Aber irgendwie ging für die Kollektion nichts anderes als nur schwarz. Ich glaube, tatsächlich ist sie auch in meinem Behance-Profil drin noch, wenn ihr gucken wollt. Das müssen wir uns auf jeden Fall gleich mal ansehen. Ja, das würde mich auch mal mega interessieren. Vor allem musst du ja dann so viel über die Form arbeiten und hast halt gar nicht die Möglichkeit, über Muster oder über Farbe zu kommunizieren. Das muss ja alles von woanders kommen, ne? Ja. Das ist schon eine interessante Herausforderung auch. Ja, dachte ich halt nämlich auch. Das Konzept war damals nämlich, dass ich gerne irgendwie die Farbe der Trägerin mehr in den Vordergrund stellen wollte und gar nicht so sehr, die Kleidung sollte natürlich schön sein und elegant und die Farbe der Trägerin mehr unterstreichen und in den Vordergrund stellen. Das war so meine Idee des Ganzen. Aber ist ja auch super schlau zu sagen, hey, es geht ja um die Person, die es trägt und sie soll im Vordergrund stehen und das Kleid soll nur unterstützen und betonen quasi, was sowieso schon da ist. Ah. Oh. Ah, oh, herzerwärmend. Nein, aber wie ist das denn bei dir, Julia? Würdest du das unterstützen, zu sagen, hey, ja, ich trage auch nur schwarz. Ja, das dachte ich mir sowieso, ne? Aber ich meinte im Sinne von eigentlich, ob du dich verkörpert siehst in dem, was du zeichnest. Also auf jeden Fall. Ich glaube, heute sogar mehr als früher. Ich glaube, anfangs war so eine Lernphase, wo man eben viel probiert und auch nachmacht und dann mit der Zeit kommt es einfach immer mehr so aus dir selber raus und dann wird das eben auch zu einem Prozess, der einfach auch Spaß macht, weil es eben auch Self-Expression ist, letztendlich. Ne? Ja. Dass man es kaum erwarten kann, den Pinsel in die Hand zu nehmen und ein Statement zu machen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Es ist so ein Themenfeld, was ich nicht beherrsche, aber was ich wahnsinnig faszinierend und interessant finde, weil es einfach so schön ist. Es gibt so viele Facetten und so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken und vor allen Dingen auch andere damit zu inspirieren. Zu berühren, ja, genau. Ja. Kunst ist etwas Schönes. Ist eine fantastische Sache. Ah, fantastisch. Auf jeden Fall die beste Sache sogar. Ja, I agree. Ja, und deswegen sind wir heute hier. Und ich würde sagen, Dani, leg los und zeig uns doch mal, was du uns heute mitgebracht hast. Wir machen mal Switchery Switch. Yeah. Oh, und ich sehe gerade Tony Harmer ist in der Haus. Tony! Hello, der Captain ist da. Fridays for Tony. Der Colonel. Ja, und natürlich auch alle anderen, die hier im Stream dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Kommentare habt, gerne in den Chat auf behance.net/live/de und da habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Back to you, Dani. Du hast den Screen, Dani. Ja? Oh Gott. Okay, ich habe jetzt hier zum ersten Mal so ein paar Muster, die ich tatsächlich gemacht habe schon mal. Ah, schön. Die ich dann auch tatsächlich auch gefunden habe hinterher. Oh, das mit den Quallen ist toll. Yay. Ja, also tatsächlich das mit dem weißen Hintergrund in der unteren Reihe, das war zum Beispiel der Start des Ganzen, weil ich hatte für mich selber rumgedödelt und Muster gemacht und habe mich gar nicht so getraut, das immer so dann zu posten. Also es war ja damals auch 2012, glaube ich. Und dann gab es einen Wettbewerb, wo man ein Design gewinnen konnte mit Urban Outfitters und Topshop und ASOS. Und da habe ich tatsächlich gewonnen.
mit diesem. Wow, komm mal. Krass. Yay. Ja. Wahnsinn. Und das war das. Deswegen dachte ich, ich mach das mal rein. Dann habe ich für ein Hamburger Label, die Surfwear machen, habe ich eine Kollektion gemacht. Mhm. Zum Beispiel. Oder hier für so ein griechisches Label, wo das die Frau auf dem Dach, würde ich sagen, steht. Mhm. Und man sieht also den schönen Hintergrund zum Beispiel. Ja, das sind teilweise traditionell gefertigte Arbeiten. Zum Beispiel bei den Bikinis, das ist fast alles Wasserfarben. Cool, wow. Ist das nicht toll, dass man sowas macht und am Ende sieht man das auf der Kleidung von anderen Leuten? Das ist ja total faszinierend. Ja, und ein schönes Muster, sagt der Fritz übrigens. Yay, danke schön. Ja, ist das Beste. Also da wird dann auch wirklich die Arbeit belohnt. Da, also ich weiß nicht, wenn ich dann mal wieder was finde, weil ganz oft findet man es auch einfach gar nicht, weil man ja dann, also das Muster wird dann halt auf einer Messe verkauft und dann weiß man es irgendwie gar nicht so richtig und dann kommt es so 2 Jahre später raus und dann, ja, aber das waren jetzt so welche und dann freut man sich natürlich immer besonders dolle. Ich finde ja dieses Muster bei dem Dude mit den Locken ganz cool. Das hat so dieses Kaleidoskop-Feeling. Mhm, ja, das war für so ein Adidas-Advertorial. Ich seh's. Ja. So Kaleidoskop meets Batik. Mhm. Ja, genau. Sehr cool. Das habe ich teilweise damals noch aus Fotokollagen gemacht, wo ich im Urlaub war und habe dann immer so Collagen gefertigt mit Elementen und daraus dann Musterdesigns gemacht. Mann. Ich bin jetzt schon gespannt, wie du das alles machst. Und was du da alles benutzt. Das ist so Vintage Desigual in schön. Man kann sagen, Desigual wäre jetzt nicht so mein Geschmack. In schön. Ich habe da extra den Zusatz dazu gemacht. In schön. Das war ein guter Witz. Ab und zu kommt mal einer raus, ne? Ja. Ja. Und Tamara fragt auch, wo lässt sich so eine Textildesignerin wie du inspirieren? Ja, man überall. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, also zum Beispiel der Pulli für ASOS und Urban Outfitters und Topshop, der war von Urlaubsfotos von Barcelona. Und ich glaube tatsächlich der Hintergrund für das Adidas-Shooting auch. Aber das, ja, doch, ich glaube auch. Und dann natürlich, kommen wir nachher noch zu. Ich bin auf jeden Fall super fixiert auf Pflanzen und Blumen und alles, was die Natur so zu bieten hat in Farben und Form, und finde es super spannend. Und das sieht man auch schon in deinem Behance-Portfolio. Ja, da bin ich letztes Jahr auf jeden Fall mit den Pflanzen ein bisschen ausgerastet. Ich mag auch diese Bikinis da ganz rechts oben, weil es mich so ein bisschen daran erinnert, musst du natürlich sagen, was das sein soll, im Sinne, du hast ganz viele Dreiecke und es ist so ein bisschen 90s, auch von der Farbe, aber es erinnert so ein bisschen an Camouflage auch, und zwar eine moderne Version. Dadurch, dass du halt diese Patterns hast. Und auch unten links die Dame auf der rechten Seite in dem Bild, ne, mit diesem rosa-blauen Pattern-Swimsuit. Finde ich ganz cool. Ja, das sind Wasserfarbenwellen. Die sehen tatsächlich aus. Mega. Ja. Watercolor. Ja, deswegen sagst du, ich flippe halt komplett mit Farben aus. Kann mich halt gar nicht zusammenreißen irgendwie. Kann man die Sachen denn auch kaufen? Also die Gabe fragt, wo können die Kunden deine Muster denn kaufen? Ich glaube momentan, also die Bikinis sind, glaube ich, da sind wir schon eine Kollektion weiter. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die noch erhältlich sind. Und ja, momentan erstmal nicht. Ich habe noch ein paar paar Prints, die ich anbiete in meinem Etsy-Shop. Mhm. Da wären auch Muster. Du hast einen Etsy-Shop. Ja. Etsy Betsy. Genau. Sehr cool. Ja. Tim, vielleicht kannst du da mal den Link posten. Tim, hallo. Der macht das schon. Das heißt aber, du bietest auf deinem Shop deine ausgefertigten Designs an, aber nicht die Klamotten per se, sondern nur die Patterns und die Looks. Ja. Das ist auch immer super schwierig zu erklären, wenn ich, du bist auf einer Party und dann fragt dich jemand, was machst du denn so, ne? Und dann fange ich halt an zu erzählen und sage halt, ja, Illustration und Textildesign und Musterdesign, und dann ist es immer super schwer zu greifen, wenn ich sage so, ja, das habe ich zum Beispiel gemacht und das, und die dann so, ja, die Klamotten und so. Nee, nur tatsächlich die Grafik, die Illustration, das Muster. Das, ja. Und dann ist immer so, boah, das ist ein Beruf.
Ich glaube, ich hätte es so gemacht, dass ich mir einfach eins von den Klamotten genommen hätte und dann so unter meinen Klamotten hätte, wenn jemand fragt, was machst denn du? Und warte mal kurz. Ha, schau mal hier. Das Das ist bin es. ich. That's Ja. me. Ich mache einen Badeanzug. Genau. Ich habe extra drei langen Pullis an, weil ich dir in einem zeigen wollte. Warte mal. Die Gabi Der. fragt nochmal nach, wo können denn deine die Hersteller die Muster kaufen? Du hast da vorhin was mit Messen erzählt, ne? Ja, also ich bin mit einer Kollegin, also auch eine andere deutsche Musterdesignerin, die in Annaberg wohnt. Die hat auch ein Studio und mit ihr bin ich immer nach Paris und wir waren letztes Jahr sogar zusammen in New York. Oh la la. Ja. Zu der Premiere Vision sind wir Wahnsinn, das ist Oh, cool. première vision. Oh là là, No. français. Non, non, oui, baguette, croissant. La décision, s'il vous Ja, plaît. Merci beaucoup. ah, ja. Lyon, aussi, Okay. Paris. Whoopi. Okay, lassen wir das. Wolfgang sagt, die Etsy-Seite zeigt deine Qualität. Wunderschön. Yay, danke schön. Ja, es sind auch wahrscheinlich also wahnsinnig schöne Stücke. Und ich finde es auch cool, tatsächlich, weil es sind natürlich auch hier Model-Shots, ne, und auch richtig schöne Shots. Die könnten auch so direkt, sind sie wahrscheinlich auch, ne, in Magazinen auftreten oder eben in ich stelle mir immer vor, das könnte jetzt so quasi, wenn du in den Laden reingehst, als großes Plakat so im Laden hängen, ne, so als Ja. Schaufensterplakat oder an so einer großen Wand oder Säule. Ja. Aber man merkt schon, du bist aber auch so ein bisschen eher in dem Sommerlook. Ne? Oder sind Ja, ist es nur in den tatsächlich. Beispielen? Ja, tatsächlich, der Sommerlook ist es doch. Trägst du denn deine Sachen auch selber? Ich habe gar nicht so viel von mir selber. Ich habe mir natürlich dann ein Bikini gekauft. Ja, und den Pulli habe ich von Urban Outfitters. Den habe ich mir auch gekauft, weil ich dann natürlich so war. Den brauche ich jetzt, ja. Und biete eigentlich im Etsy-Shop auch ein paar Pullis und T-Shirts an mit Hauspflanzen drauf. Die trage ich schon auch selber. Aber ja. Cool. Schön. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze entsteht. Oder hast du noch irgendwas, was du zeigen Ja, wolltest? ich habe jetzt noch einen Schnelldurchlauf von so ein paar Ah, Mustern. Die sehr sind cool. toll. Ja, die Womit hast du denn das Bananen. gemacht? Das sieht so ein bisschen nach Fresko aus, oder? Ja, mit dem anderen. Was? Es war bestimmt zu der Zeit, bevor es Fresco gab. Ganz ja, sicher. das Rechte. Das Linke ist tatsächlich mit Copic-Markern gemalt. Wow, cool. Cool. Ja. Dann das Rechte habe ich mit Wasserfarben tatsächlich gemalt und der Tukan, der Vogel und die Blume sind mit Photoshop gemalt. Ich mache auch gerne Mixed Media, dass ich so die verschiedenen Looks halt zusammenbringe. Bringe immer noch mal so ein bisschen mehr Tiefe rein. Und total witzig, dass auf der linken Seite ist auch alles digital gezeichnet und ist für einen Stark. amerikanischen Baumarkt. Also die haben ihren Was? Relaunch gemacht mit halt Pflanzenmustern von mir. Cool, das ist Nice. ja super. Wie machst du Ja. das, wenn ich das jetzt so sehe, wie machst du das, gestaltest du deine Texturen oder dein Textil, deine Patterns so, dass sie auch loopen können? Das heißt, dass du die nebeneinander Boah, stacken gute kannst? Frage. Ja, das Echt, da macht kannst ja, du. ja, Boah. das kann ja der Adobe Textile Designer. Oh, was spannend, ist das Leute. denn Jetzt nur? solltet ihr alle Was? ganz Ohr sein, ja. Bin ich Holt schon jetzt mal mal ganz eure Stifte gespannt, raus. Freunde. Ja, Genau. der macht das nämlich total easy. Also das ist echt gar kein großes Problem mehr. Da, also vorher habe ich da immer stundenlang also Millimeter nach links, Millimeter nach rechts. Ja. Also halt wie so, oh ja, und seitdem gibt, also Okay, cool. ja. Bin ich Oh, echt Christa gespannt. sagt, tolle Muster. Ja. Oh, Hier das liebe sieht auch Christa auch schön. recht. Noch welche, die sind beide mit Photoshop gemalt, tatsächlich auch. Könnten auch echt wunderbare Tapeten sein, ne? Ja, Irgendwie so genau, eine habe ich auch Wand gerade genau in gemacht. diesen Dingen. Ja, machen wir Ja. mal demnächst. Oh, da ist die Strelitzia. Ja, hier nochmal die neueren etwas auch und mit den Die dürfte Pflanzen. Toni gefallen, die Strelitzia. Hier die Quallen und nochmal Oh, Las Früchte. Qualas. Ja, Los jetzt. Gualos. Oh, das Cool. ist toll. Jetzt auch zur Illustration, weil ich das ja auch mache. Das waren zum Beispiel letztes Jahr zwei Cover. Also es Schön war die ein Farben. Magazin, die halt zwei Cover-Illustrationen halt brauchten. Die habe ich gemacht für ein amerikanisches Magazin. Und Packaging mache ich, zum Beispiel hier für den Kombucha. Das war eine New Yorker Firma. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht, das fand ich großartig. Was ist denn Kombucha?
Tee im weitesten Sinne. Das ist auf Pilz wächst der, ne? Mhm. Ja, okay. Der soll total gesund sein und für die Verdauung und... Ja, der soll super gesund sein. Noch nie gehört, muss ich mal googeln. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Die Gabi sagt, dieses Programm zur Mustererstellung würde ich gerne zwischendurch sehen. Das wirst du sogar noch ganz genau sehen, weil die Dani das nämlich nachher zeigen wird. Aha. Darum, stay tuned. Wolfgang sagt, in diesen Zeiten wären Urlaubsmuster ganz weit vorne als Tapete. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wäre auf jeden Fall auch dabei. Ich könnte auch mal in Urlaub arbeiten. Ja. Ich glaube, ich muss mal meinen Greenscreen hier aufstellen und nächstes Mal dann mich irgendwie auf eine Insel setzen. Danis Muster. Ja, natürlich auch. Klar. Ja, dann habe ich hier noch so Früchte. Sieht so echt aus. Das machst du super. Ich wollte sagen. Dankeschön. Das Rechte, der richtigen Glow. Ja, ach, so ein bisschen Werbung mäßig. Ja, dann meine neueste Sache ist Turnschuhe. Finde ich auch ganz fantastisch. Cool. Ja. Wie schön. Das wäre doch mal ein geiles Konzept. Das wäre mal ein geiles Konzept, ne? Also auf irgendwie Schuhe als auf Schaufenster. Ja. Ja, aber tatsächlich wurde ich angefragt für eine private Commission. Das mache ich auch. Da war ein Plant Lover, der dann auch unbedingt halt seine Nikes gerne präsentiert haben wollte. Und ja. Okay. Klar, kann man nachvollziehen. Ja, hier das Projekt vom letzten Jahr für die Pflanzen. Hast da du schon mal irgendwelche? Dann... Ja, Entschuldigung, mach weiter. Was wolltest du sagen? Hast du schon mal irgendwelche weirde Anfragen bekommen? Also richtig komische Anfragen? Nee. Also ich kann dir sagen, also ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß auf jeden Fall von dem einen oder anderen unserer Illustratoren, die schon mal hier waren, dass die Person angefangen hat mit Anfragen aus dem Bereich, ich möchte gerne mich selbst mit Windel als Bild haben. Hm. Ne? Also okay. Im Sinne von hier hast du ein Bild von mir, zeichne mich, aber ich möchte nur eine Windel anhaben. Warum macht er nicht einfach ein Foto? Ja, es geht ja darum, dass sie ein Gemälde von sich haben wollen. Ah, okay, also eine Illustration quasi von sich selbst, aber in Windel. Zum Beispiel auf einem Pferd oder irgendwie einfach auf einem Spielkasten. Aber oder so. Das kann schon ziemlich witzig sein, ne? Ich meine, so Napoleon in der Windel auf dem Pferd, das wäre da auch ein Hingucker. Ja, aber sie reden ja von sich selbst. Also ein Bild von dir selbst. Ja, ich weiß nicht. Ist es Pleasure oder ist es Humor? ich glaube, es ist eher so eine Art Pleasure. Okay. Aber das hört sich sehr stark danach an. Okay. Nee, aber also finde ich auf jeden Fall sehr krass, weil die Person hat einfach diese Nische bedient und gesagt, hey, anscheinend gibt es da viele Anfragen, weil es halt so ein Undercover-Ding ist, ne? Keiner will irgendwie öffentlich drüber sprechen. Ja. Aber wenn du so die Person bist, die irgendwie so angesprochen wird für das, dann kannst du mega viel Geld verdienen damit. Opa sagt schon, ich frage für einen Freund. Ja, genau. Ist nicht für mich. Das war mein Foto, aber ist nicht für mich. Ja, aber also ist schon krass, ne? Also was du für Anfragen manchmal bekommst. Ich krieg das ja auch immer wieder mit von anderen Creatern und Co., was sie da teilweise gefragt bekommen. Ja, würde ich aber auch nicht nein sagen. Ja. Zu einem Windelbild von dir, Julia? Nee, das zu malen. Achso. Okay, genau. Stimme aus dem Auto. Okay, nächstes Thema bitte. Nee, tatsächlich kriege ich keine komischen Anfragen. Ist alles echt im Rahmen. Ja, das ist super. Ja. Das freut mich. Ich glaube, ich bin zu unangreifbar mit meinen dekorativen Illustrationen. Ich glaube, da haben es andere ein bisschen schwieriger vielleicht. Wenn es dann auch wirklich... Weil ich bin ja tatsächlich super dekorativ, ne? Und du hast auch so viele Anwendungsmöglichkeiten. Das ist ja wirklich... Du kannst ja überall damit... Ja. Ja, ich hätte mir zum Beispiel vorgestellt, dass jemand kommt und sagt, hier ist ein Bild von mir, mal meine Haut doch bitte mit Pattern voll. Ne? So von wegen, als ob ich das Muster wäre. Und meine ganze Haut ist quasi wie eine Tapete. Ich hätte gerne ein Pattern von meinem Gesicht. Oh Gott, das ist ein Pulli. Tatsächlich. Mit mir selber. Ja, tatsächlich habe ich sowas auch schon gemacht. Echt? Hast du da ein Bild? Vielleicht. Du musst jetzt Nein sagen. Du musst es ganz, ganz schnell abstreiten. Ja. Nein, alles gut. Zeig uns, was du noch hast. Der Stil ist sehr gut, sagt Fritz. Yay. Ja. da bin ich besonders stolz drauf. Tatsächlich haben die mich angeschrieben, das ist so ein Verlag in Singapur. Mhm.
Und die haben halt dieses Botanical Inspiration Book gemacht. Und da war ich, also die hatten angefragt irgendwie vor 2 Jahren oder so, anderthalb Jahren. Und auf einmal kam es dann endlich. Und habe ich gesehen, dass so alle meine Lieblingsillustratoren drin sind. Mit mir und ich so. Ja, das sehr, war schon, cool. das war so mein Highlight des letzten Jahres auf jeden Fall. Das ist auch echt eine dicke Nummer. Das ist super cool. Hast du die Ausgabe zu Hause? Mhm. Na klar. Eingerahmt? Nee, die liegt noch auf dem Sockel. Die liegt im Bad, ne? Wenn man wieder langweilig ist, holst du das Magazin raus. Ja, das. Entschuldigung. Alles gut. Jane hat nur gefragt, wie generierst du denn generell deine Aufträge? Hören wir wahrscheinlich bestimmt gleich nochmal. Oh, schön. Viel über Instagram, tatsächlich. Mhm. Und ich habe auch eine Agentur für Illustration. Mhm. Cool. Und ich schicke E-Mails raus. Ich suche mir halt Firmen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte und wo ich denke, dass es passen könnte, suche ich mir halt raus, versuche da irgendwie den nächsten Ansprechpartner zu finden und schreibe einfach eine E-Mail. Also ganz mutig vorwärts. Proaktiv, ja. Sehr weil, gut. Weiß nicht, schlussendlich, wir wissen es ja alle, niemand wartet auf einen so richtig. Richtig, und niemand kommt. Ja, weiß nicht, ich möchte mir auch gerne selber aussuchen, wo ich arbeite irgendwie. Eine sehr gute Einstellung. Ja, und das, also das Feedback auch ist, also ich kann es nur jedem empfehlen, das ist immer gut. Nicht, dass dann sofort was bei rumkommt, nicht immer, aber durchaus. Ich glaube, für mutig sein wird man immer belohnt. Ja, das glaube ich auch, da hast du recht. Du wolltest noch was sagen? Ja, was ich nämlich noch ganz cool finde, du hast ja auch LinkedIn. Und das ist so eine Sache zum Beispiel, was viele unterschätzen, viele Kreative, dass eben genau diese Plattformen eben außerhalb von Instagram und Co., die für den Endkonsumer gedacht sind, sondern die gerade die Plattformen, die für Business gedacht sind, die man nicht vernachlässigen sollte. Ja, weil gerade LinkedIn und Xing, deswegen bist du wahrscheinlich ja auch auf diesen Plattformen, sind halt eben, da sind die ganzen Leute, die Entscheidungsträger sind für andere Firmen. Das heißt, wenn du da die richtigen Kontakte knüpfst und auch auf dich aufmerksam machen kannst, dann hast du da auch Chancen, Aufträge zu generieren. Ich denke halt nämlich auch, weil das ist ja auch eine Sache mit Instagram, was ich auch immer versuche, da jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe Illustratoren immer nur anzusprechen, sondern natürlich auch, wie du sagst, die Entscheidungsträger dessen. Also wer sind eigentlich die Leute, die mich dann buchen? Das sind dann eigentlich Artdirektoren oder Marketing, Head of Marketing oder ja, die Designer für Modefirmen, die noch zusätzlich zu ihrer eigenen Kollektion noch dazu kaufen. Und ja, und tatsächlich, also ich habe LinkedIn jetzt auch erst vor ein paar Monaten so richtig wieder angefangen, hatte das auch wie viele andere gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber finde es durchweg auch, ja, nee, ich glaube, es ist einfach auch einfacher noch. Mhm. Gerade weil ich meine, es ist ja alles sehr Office-lastig dort und ich glaube, dass man da als kreativer Mensch, wenn man da mal seine Illustration postet, das stimmt, oder so Meilensteine, was man jetzt Neues erreicht hat, dann fällt man da schon auch noch auf und ja, ich glaube, es ist gut. Proaktivität ist the right way, sagt Jane, und Mut tut gut, sagt Wolfgang. Ja. Definitiv. So und Christa meint, sehr vielfältig, einfach schön, deine Sachen. Hey, danke schön. Da freue ich mich immer so dolle. Zu Recht, zu Recht. Haben sie auch alle recht. Das sind wirklich wunderschöne Sachen, die du ja machst. Definitiv, definitiv. Ja, cool. Das war jetzt zum Beispiel noch eine Commission für einen Pflanzenladen in Australien. Hier das Rechte. Und da habe ich... Also richtig international hier. Ja, wirklich. Ja, tatsächlich... hat's, also ich weiß nicht, in Deutschland starte ich gerade erst so langsam. Aber wie ist es bei dir vom Feeling her? Hast du das Gefühl, dass die Leute, die Kunden aus dem Ausland auch eben gerade das schätzen, dass du eine deutsche Illustratorin bist? Man sagt ja immer so ein bisschen, ne, Deutschland steht für handcrafted, für Qualität, da kommt immer was Gutes dabei raus und wir sind pünktlich, wir machen alles richtig und irgendwie alles muss ganz genau maßgeschneidert sein. Also findest du dich da wieder im Sinne von, geben die dir das Feedback oder haben die den Eindruck von dir, wenn die dich anschreiben? Das hat jetzt so noch niemand gesagt. Aber ich habe mal ein Jahr in Kanada gewohnt und da habe ich das tatsächlich öfter gehört. Ach krass. Ja.
Haben das dann einfach so zu dir gesagt, oh ja, Deutschland, ja, dann bist du bestimmt super fleißig. Ja. Stehst doch immer um 5 Uhr auf, oder? Ja, da ja, war das also tatsächlich, so hat das jetzt noch niemand gesagt, aber ja, als ich da gewohnt hatte, war das schon echt immer so ein, oh ja, ihr seid so fleißig. Oh ja, ja. Ist gut. Aber ich meine, es ist ja auch in dem Sinne, ist es ja auch eine Art Qualitätssiegel für dich. Ne? Also ich meine, nicht umsonst machen viele Firmen gerne ihren Stempel auf ihre Produkte, der da heißt Made in Germany, weil es immer noch ein Qualitätssiegel ist. Und das heißt, hey, das ist halt keine Billigware, was wir da verkaufen. In dem Fall deine Illustration. Ne? Das ist Handcrafted Artisan Illustration, wie man so schön sagt. Und das könnte ein Muster werden. Genau. Das könnte dein Muster werden. Ja. Made in Germany. Okay, Dani, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde plus 10 Minuten. Ja. Food, so für dein Feeling. Blumen. So. Hier ist einmal der Schnelldurchgang. Ja, das jetzt ist... Jetzt wird es ja interessant für Julia. Ja, ja. Jetzt kommen die Tierchen. Oh, ich habe jetzt leider nur die Biene und die Schmetterlinge da drin. Oh, der ist aber toll, der Schmetterling. Schmetterlinge wow. Sind auch toll. Ja. Und die Muschel ist auch großartig. Ja. Ja, das war so ein kurzer Einblick. Wunderbar, und vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann würde ich jetzt mal kurz Photoshop. Jetzt muss, aber nur ganz jetzt kurz. Los, Leute. Ja. So, ich habe da mal so ein bisschen was vorbereitet. Oh, ist das schön. Und mal so ein paar Elemente reingeladen. Und da, das rechts, Julia, benannte Ebenen. Nein. Ja, ich habe das tatsächlich gemacht, nachdem du Benedikt dafür gelobt hast. Ich habe Einfluss. Ich habe da mal was vorbereitet, sagt sie mir. Ja, weil ja, du hast ja auch recht. Es ist halt dann irgendwann wird es unübersichtlich. Ich arbeite teilweise auch mit über 100 Ebenen und dann bis irgendwann ist so. Und es ergibt ja schon Sinn. Manchmal im Workflow vergisst man es einfach und ja, dann macht man halt immer nur STRG, also VSTRG und sucht sich das Ding dann. Ja, aber das ist ein super Hilfstool, finde ich. Also das rettet ja immer den Pool. Ja, definitiv. Ohne? Keine Ahnung, wo ich bin. Ohne wird das nichts. Ja, ohne wäre schwierig. So. Instant Death. Ja, wird wahrscheinlich alles noch länger dauern. Ja, ich würde dann mal das, wo ist es denn jetzt hier? Das ist alles in Photoshop gemalt, oder? Ja, die ganzen Elemente sind jetzt in Photoshop gemalt, tatsächlich. Cool, cool, cool. Also, das ist, ich musste die Auflösung super dolle runtergehen, damit der Rechner das mitmacht und wir hier nicht gleich den lauten Ventilator irgendwie im Hintergrund haben. Deswegen sind die jetzt ein bisschen pixelig. Normalerweise sind die gestochen scharf. Mhm. Ja. Das ist schon okay. Die wirken trotzdem noch wunderbar. Wir verzeihen dir. Das ist vollkommen okay. Yay. Oh, jetzt bin ich so aufgeregt, dass ich nicht weiß, wie ich das Plugin verändere. Keine Sorge. Einfach Julia, wir erzählen einfach einen schlechten Witz in der Zeit. Ja, ich hab schon. Aber okay. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt würde ich nämlich mir natürlich den Adobe Textile Designer Plugin öffnen. Erstmal das Pattern. Mhm. Dann öffnet sich hier so ein schönes Fenster. Ich muss das mal kurz runterschieben. Hallo Fenster. Hallo Fenster. Hallo Fenster, wie geht's dir? Hallo Schatten. Ja, und jetzt hat man die Möglichkeit, das ist total fancy und echt das Allerbeste, einzustellen, was für ein Pattern man haben möchte. Mhm. Also tatsächlich, man kann ja quadratische Muster machen oder eben Muster, die nennen sich dann Half-Drop-Repeat. Das ist halt immer, wie soll ich das erklären? Zum Beispiel, das wäre der die Wiederholung und dann würde der hier anfangen. Sich wieder zu wiederholen. Also so, dass man halt weniger sieht auf große Fläche, dass es überhaupt ein Muster ist. Weil bei diesen normalen viereckigen, ja, die sehen halt ganz schnell ganz musterig aus, was man weitestgehend gerne vermeiden möchte. Zu repetitiv dann. Ja, genau. So, und da würde ich jetzt Drop by Column anklicken und auf eine halbe schalten. Das heißt, dass er dann hier runter geht, tatsächlich. Und das macht er jetzt mit dieser einen Ebene, die du da angewählt hast, oder? Mit allem. Der bezieht sich auf das ganze Feld, tatsächlich. Mhm. Helm fragt, wie groß legst du denn eigentlich deine Patterns an?
Es kommt auch ein bisschen immer drauf an, weil zum Beispiel Bikini-Designs sind wesentlich kleiner. Die würde ich jetzt wahrscheinlich auf 15 mal 20 den Repeat anlegen, weil es ist ja auch weniger Stoff, deswegen brauchst du natürlich einen kleineren Zentimeter, Repeat. oder? Ja. Und ja, es gibt noch andere Sachen für Tapete, ist natürlich das Allergrößte. Und ich glaube, Fashion würde ich jetzt auf 40 mal 60 oder 55 mal 64, so sind immer so die Maße. Es kommt aber auch immer auf den Kunden drauf an. Zum Beispiel das Gartencenter wollte jetzt super groß haben, weil die es für, ja, für im Store, für so Außenplakatwände und sowas haben wollen. Da habe ich 10.000 mal 10.000 Pixel gemacht, ja. Weil ich Geht auch. natürlich, ja, es geht schon. Mit Lüfter geht das, ja. Ja. Genau. Ist ein kleiner Aufwand, weil ich natürlich auch total pixelbasiert arbeite und überhaupt gar nichts mit Illustrator mache und gar, also nie Vektoren. Interessant. Ja, natürlich, dann ist es natürlich wichtig, dass gerade wenn du Aufträge bekommst, die auch groß skaliert werden könnten, dass du dann auch natürlich möglichst in großer Auflösung arbeitest, ne? Mit hoher Auflösung und großer Arbeitsfläche. Wir wollen ja nicht, dass es verpixelt hier. Das wollen wir nicht. Nö, 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 nö. Oh Leute, ich bin so zerstreut. Was suchst du Alles gut. da? Oh, ich habe es eben schon gefunden. Jetzt weiß ich. Oh ja, Erweiterung, Fenster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fenster, Erweiterungen, alles gut. Das, liebe Leute, ist euer Gehirn unter Stress. Also seid immer schön entspannt. Ja, aber ich finde das wahnsinnig spannend, was du gerade erzählt hast mit dem Hineinschieben in das eigentliche Bild quasi, dass er dir sich so ein Stück quasi überlappt, damit das Muster nicht zu musterhaft aussieht. Das Na? ist super wichtig, weil da siehst du direkt, wie viel Zeit man verbracht hat. Ja, ich finde es immer so, vom Vergleich her, ich muss jetzt wieder kurz mal in die Spielebranche gehen. Bei alten Spielen, diese Maps, diese 3D-Umgebung, die erstellt wird. Ne? Oft sind das ja auch Texturen, die genommen werden. Und bei alten Spielen kann man das ganz, ganz schön sehen, dass du teilweise bei großen Flächen wie so einer Wiese oder so, wenn du dann irgendwie dir das anguckst, dann hast du ja quasi wie so diagonale Striche durch, weil du halt siehst, okay, dieses Muster wurde halt ins Unendliche einfach wiederholt und wiederholt und dran geklatscht. Und es sieht dann aus wie so ein Raster einfach, ne? Was jetzt nicht unbedingt schön ist, aber teilweise siehst du das eben auch nochmal in neueren Spielen. Wenn die Entwickler gesagt haben, ach ja, komm, wir nehmen jetzt einfach mal das und jetzt hau das mal raus 1000 Mal und dann hast du hier eine grüne Klar, Fläche. effizient und schick. Genau, super schick. Oh toll. Es ist wie bei, warum man irgendwie bei Haartransplantaten die Haare nicht in einem Raster anordnet, sondern halt schön immer gemischt durch. Damit dein Weil Kopf es nicht nämlich. aussieht wie eine Ackerfläche. Ja, genau, damit es halt nicht so Barbie-Puppenmäßig aussieht, ne? Weil die sind ja auch so quasi hier so Stimmt. gerastert. Ja. Die Zerstreuung macht's ja. Ja. Ja, ich würde mir jetzt zum Beispiel anfangen, hier einen Layout zu legen, so wie ich das jetzt schön finde. Und dabei ist es halt super wichtig, dass man kontrolliert, welche Ebenen über die Kante gehen. Aha, ja. Ja, da habe ich jetzt schon mal so ein bisschen vorgearbeitet und habe mir die hier schon mal alle in Rot, weil das kann man immer dann nur einmal machen und nicht immer so zwischendrin, weil das ziemlich lange dauert, um es zu laden. Deswegen baue ich. Erinnert das in Realtime neu in der Preview daneben. Ja, Gut. genau. Okay, ja, gut, das ist ganz schön CPU-lastig, dann nehme ich mal an. Ja, und wenn man dann halt irgendwann so riesen Files hat, dann so. Ich versuche dabei immer so ein bisschen die Enden zu verstecken von diesem Blumen, weil das immer dann auf dem Print nicht mehr so wirklich schön aussieht, wenn man da so die letzte Ecke sieht. Und Camouflage. tatsächlich, was auch super wichtig ist, ist, dass der Print am besten nicht nur eine Richtung hat. Weil wenn man auf Produkte druckt, dann entsteht einfach zu viel Verschnitt. Aber das Coole ist natürlich, dadurch, dass du jetzt die einzelnen Ebenen bewegen kannst, kannst du dir jetzt nochmal dein Muster richtig schön anpassen, ne? Und sagen, Richtig. okay,
Jetzt kannst du hier in der Gesamtansicht nochmal genau sehen, wie es als Tapete in Anführungszeichen aussehen würde. Genau. Das ist natürlich super cool. Das ist das Allerbeste. Also damit, also ich habe die ganze Kollektion für New York damit gemacht letztes Jahr. Da war es gerade frisch raus. Und ich war echt so, boah, es geht so schnell und ich kann es direkt sehen. Und ja, der Wahnsinn. Woher bekommt man denn dieses coole Plugin? Auf der Adobe Homepage. Vielleicht kann Tim da mal einen Link droppen. Ja. Theoretisch könnte man doch auch, wenn ich jetzt, aber es ist ein Add-on, ne? Das heißt, in unserem Creative Cloud. Hier in der Übersicht wird es wahrscheinlich nicht drin sein. Es gibt ja die Möglichkeit, innerhalb von dem Creative Cloud Installer quasi, von der Übersicht auch die Betas sich runterzuladen von Programm, aber dadurch, dass es hier ein Add-on ist, glaube ich, muss man tatsächlich auf die Seite gehen. Ach, danke schön, Tim. Ja, danke, Tim. Genau. Ja, aber Adobe hat ja, die Creative Cloud hat ja einen Add-on-Manager, damit kann man das dann machen. Genau, aber in dem Overview von Creative Cloud. Also wenn man auf die Adobe-Seite geht zu dem Plugin und du installierst das, dann wird das über deine Creative Cloud-ID synchronisiert und dann sagt deine Creative Cloud dann, dass es drin ist und dass es aktiviert ist. Genau, kommt da einfach rein. Hallo. Ich bin jetzt da. Da bin ich da, hallo. Das mit den Farben an den Ebenen ist echt eine coole Strategie, die du da ausgedacht hast. Ja, dann kriegt das Ganze noch ein bisschen mehr Tiefe. Ich meine, ich mache hinterher auf jeden Fall nochmal Feintuning und auch, wenn ich dann den Repeat habe, würde ich auf jeden Fall auch nochmal hier mit diesem wunderbaren Tool rumspielen. Ja, da kann man Wirklichkeiten. Ganz tolle, viele schöne Effekte machen. Ja, und die Hintergrundfarbe auch nochmal vielleicht. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob du das auch so machst, dass du jetzt quasi, um den Loop nochmal zu verbessern, quasi übergreifend deine Patterns gestaltest, im Sinne von, du nimmst dir zum Beispiel so ein Blatt, das du jetzt quasi nach rechts auslaufen lassen würdest und dann gleichzeitig nimmst du aber die Hälfte, die ausläuft und packst sie auf der linken Seite nochmal rein, sodass sich quasi das Muster überlagert. Weißt du, was ich meine? Nee. Jetzt würde ich zum Beispiel den Layer auf jeden Fall mal um die Ecke rappen. Ich habe jetzt hier die Strelitzia genommen. Wie war das jetzt? Oh Gott, jetzt bin ich auch schon wieder. Ja, okay. Alles gut. Also was ich meinte, war, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir gucken uns jetzt das Gesamtbild an und da sind ja quasi immer einzelne Inseln von deinem Muster. Ne? Du hast ja immer noch diese Inseln, die du jetzt ja nochmal neu arrangierst, damit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Aber machst du das dann auch zum Beispiel so, um zu sagen, ich verbinde diese Inseln, indem ich quasi einen Loop erschaffe, indem ich zum Beispiel dieses Palmenblatt nehme und das packe ich dann in die eine Ecke, aber es ist zur Hälfte abgeschnitten. Ne? Und diese abgeschnittene Hälfte, die quasi nicht mehr auf dem Muster zu sehen ist, packe ich aber dann unten links in die Ecke, damit, wenn zwei von den Mustern aneinandergereiht sind. Hat sie gerade gemacht. Ja, genau. Das passiert jetzt hier. Ich habe eben diesen hier oben. Das ist ja cool. Wrap this layer und dann ding, 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 ding. Ja, sehr cool. Wie nennst du das? Mit einem Klick. Ja, wrap this layer. Hier ist dieser. Wrap this layer. No. Wrap this layer. You've got to wrap it up. Yeah. Das ist ja mega cool. Aber genau das meinte ich. Ja, und das macht der halt. Geht das von oben nach unten oder auch von links nach rechts? Ich kann machen, wie ich will. Super cool. Do it. Ich will sehen. Do it. Da, weil das ist natürlich eine mega Hilfe, ne? Weil du musst nicht mehr überlegen, wo genau du es setzen musst, sondern. Das macht er jetzt ja für mich und er macht ja sogar den Half-Drop, den er jetzt er rechnet das für mich aus und das ist der Oberhammer. Ah, es ist so klug. Und damit machst du natürlich jetzt einen mega geilen Dschungel, ne? So. Ja. Genau. So einfach geht das. Oh, ist das schön. So, der hat sich jetzt. Den habe ich gemacht und er hat sich hier oben hingesetzt und hier unten. Ich würde sagen, da habt ihr heute alle eine super Beschäftigung, wenn der Stream vorbei ist. Das werde ich auch gleich ausprobieren. Und morgen wollen wir eure Muster sehen. Ja. Ach, es ist eine Closed Beta. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das alle benutzen. Aber du kannst dich anmelden dafür, für eine Closed Beta. Du kannst dich bewerben normalerweise. Was? Ich glaube, damals war das so. Ich habe tatsächlich auch in New York den Mike Sutton. Chambers.
Champions? Ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall jemanden getroffen und habe ihn dann schon so, hi, übrigens, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Love your work. Ja, und dann kam er direkt bei uns an den Stand und hat dann geguckt, was wir denn damit gemacht haben. Er konnte es, glaube ich, selber gar nicht fassen, dass da schon Designer ganze Kollektionen mit designt haben. Das ist ja auch mega cool. Ich meine, überleg mal, wie viel Zeitersparnis das ist. Oder? Und wie viel... Das ist so einfach. Ja, ich stelle mir nur mal vor, jetzt nochmal so ein Pattern mit lauter Gesichtern von Julia, die ich dann auch so um die Ecke bringen kann, die dann überall sind, ne? So, dass du dann einfach 1000 Gesichter hast, die ineinander übergehen. Der Technik habe ich... Sehr, sehr cool. Hast du auch mal gemacht, ja? Und das ist deine Badezimmertapete, oder? Nee, die hat bisher, das ist noch available quasi. Da kann man noch, das wäre noch da. Als Duschvorhang. Richtig cool. Helmut ja, sagt, der Tag auch, ist gelaufen. Ja, genau. Und Gabi sagt, wirklich super Sache, bei Illustrator muss ich die Muster immer mühsam mit der Hand machen. Ja, jetzt hast du was zum Ausprobieren mal. Und Fritz fragt auch, könnte man das auch für Composing verwenden? Klar, bestimmt. Ja, klar, theoretisch schon. Na, kommt halt darauf an, was du damit machen willst, aber ja. Ja, Landschaften, die sich immer wiederholen, na klar. Ja. Game Design, so wie du vorhin gesagt ja. hast. Jan. Genau. Dafür wäre das ja mega. Ja, genau. Dafür wäre das echt mega zu sagen, hey, du hast dann deine 3D-Patterns, die sich nicht immer alle wiederholen. Ja, Tim wie sagt, das ist eine offene Beta. Also alle rein. Sehr gut. Schnell schnappen, bevor es wieder zugeht. Download, bevor alles ausverkauft ist. Genau, nur noch 999 Stück, Freunde. Können Sie keine Zahl einblenden? Jetzt anrufen. Genau. Letzte Chance. Jetzt. Jane fragt, dich, hast du mit deinen Blumen und Designs, also hast du dir damit Pinsel erstellt oder malst du die jedes Mal neu? Also. Ich male die jedes Mal neu, weil tatsächlich, wenn du sowas verkaufst, muss es ja alles Copyright-mäßig frei sein. Ja, da unterschreibt man dann Verträge, dass das alles original sein muss. Thomas sagt, das ist der Hammer, das wird ein Game-Changer-Pattern, easy done. Ja. Was für Möglichkeiten, sagt Christa, bin total begeistert. Das ist mega cool. Ja, ich lieb's auch. Also es Schlieb's. Schlieb's. Was schlieb? Nee, ist echt cool. Also ich finde das wahnsinnig spannend, muss ich wirklich sagen. Hat der die anderen Ebenen jetzt automatisch selber lila gemacht oder warst du das? Das passiert immer, wenn das einer ist, den ich bearbeitet habe. Ich könnte theoretischerweise, wenn ich die ganze Gruppe anwähle, auch noch selbst den Repeat verschieben. Also selbst... Ah. Also ja, also ich kann auf allen Levels arbeiten. Das ist nicht nur wieder das Original verschiebe, sondern... Du musst die Gruppe verschieben, ja? Ja, das ist zum Beispiel hier jetzt die Gruppe aus meinem Layout plus das, was Photoshop generiert hat, also um die Ecke gepackt hat. Hat er die Ebene kopiert und dann nach oben und unten genau. geschoben oder ist es da abgeschnitten? Das ist noch immer das ganze Element, ne? Moment. Ich glaube, er hat es tatsächlich. Das ist ein bisschen schwierig. Man kann, also das ist eine Sache, die ich, siehst du, wo man ein bisschen aufpassen muss. Man kann die dann hinterher nicht mehr so viel anfassen, weil das natürlich so viel Rechenarbeit ist. Ja. Deswegen mache ich, also versuche ich, habe ich halt meinen Arbeitsprozess super krass optimiert, dass ich halt die Sachen nach der Reihe abarbeite. Mhm. Heißt, ich erarbeite mir ein Layout, was mir gefällt und mache dann die Ecken, die halt, wo ich weiß, ich muss die halt über die Ecke rüber dingsen, die färbe ich mir dann ein und dann fasse ich das nicht mehr so oft an. Ja, aber ich glaube, er hat das ganze Element kopiert und dann natürlich so verschoben, wie ich es mir hier oben ja eingestellt habe. Mhm. Theoretischerweise könnte man ja jetzt auch noch was anderes anklicken und dann würde er mir sogar in diesem Ding was Neues mega dynamisch erarbeiten. Dann würde es jetzt zum Beispiel so aussehen. Das ist auch schön. Ja. Also ich würde jetzt ich würde jetzt noch versuchen, halt diese Lücken hier auszuarbeiten. Und hier habe ich zum Beispiel auch noch einen vergessen. Den sehe ich hier. Mich würde mal interessieren, Dani, wie das ist.
Du hast ja gemeint, du gibst ja quasi deine Rechte ab an die, die das praktisch kaufen von dir, ne? Also an die Auftragsgeber. Machst du das dann so, dass du den Unlimited Licensing gibst? Also im Sinne von, ihr könnt das unbegrenzt von der Länge nutzen und auch unbegrenzt so oft ihr wollt? Oder gibst du den Leuten Packages vor? Weil das finde ich immer eine ganz interessante Frage. Du kannst das ja aufteilen und sagen, hey Leute, ihr könnt das zum Beispiel für ein Jahr benutzen, für 2 Jahre benutzen, für 3 Jahre benutzen, für zum Beispiel nur digital oder digital und offline, digital und Fernsehen und sonst was, sodass du ja dann die Möglichkeit hast, danach das nochmal zu benutzen oder halt eben an andere zu verkaufen. Wie ist es Ja, bei dir? zum Beispiel, also verschiedene Branchen handeln das ja auch verschieden. Zum Beispiel in der Mode ist es so, wenn das auf der Messe verkauft wurde, ist das Design weg. Also da ist quasi ein Full Buyout. Da ist es leider immer so. Wenn ich aber Illustration mache oder jetzt zum Beispiel das Muster für das Gartencenter, da habe ich jetzt zum Beispiel, ist es nicht exklusiv und Sie dürfen es 5 Jahre benutzen. Okay. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Auftraggeber an und ja, das Packaging für den Kombucha, die haben natürlich in alle Ewigkeit die Rechte gekauft und ja, Ja gut, immer aber unterschiedlich. wenn du dementsprechend bezahlt wirst, ist es ja okay. Genau, Ne? ja. Also mir ging es nur um die generelle Möglichkeit zu sagen, hey, du hast ja verschiedene Optionen, die du anbieten kannst, sodass du dir halt auch für dein späteres Businessmodell quasi überlegen kannst. Ich meine, am Ende des Tages machst du das ja auch, damit du von irgendwas leben kannst, ne? Auch wenn es dir Ja. Spaß macht. Und dann wäre es ja auch gar, also machst du ja, und das ist ja super, aber es ist ja gar nicht so doof zu sagen, hey, du hast verschiedene Package-Möglichkeiten, damit du andere Sachen reusen kannst. Und zum Beispiel, was ja auch viele machen, ist zu sagen, hey, die lizenzieren die Sachen für 2 Jahre und wenn es abgelaufen ist, dann stellen die es zum Beispiel auf Adobe Stock, ne? Sodass du sagst, hey, sogar nach den 2 Jahren kann das Ganze nochmal für mich passives Einkommen generieren, ohne Ja. dass ich was Neues machen muss, sondern ne, ich nehme halt bereits Erstelltes. Ja, definitiv. Das finde ich auch eine super kluge Sache, wenn man das so machen kann. Leider machen das nicht alle, aber Leute, Leute. ne. Aber Leider, meistens. leider, leider. Ja, und jetzt haben wir eigentlich super schnell ein relativ gutes Muster hier Wunderbar. Ja. erstellt. Man kann sich das auch noch näher angucken. Oder halt, dann kann man sich wirklich so weit weg das mal. Ich finde das mega cool. Ja. Ja, da muss man, Und genau, dann ist immer die Frage, ne? oh, Wie nah schön ist bist du das. dran? Weil so sieht es mega cool aus. Und dann, Weiter klar, weg müsste ja, da man jetzt muss. noch weiter dran arbeiten. Genau, aber an sich mega coole Sache. Es gibt sogar noch was, was halt auch super hilfreich ist. Also gerade wenn man noch mal umfärben möchte. Und zwar ist das der Colorway. Und das ist inwiefern, also das ist super interessant, wenn zum Beispiel, wenn man auf Textilien druckt, gibt es ja Digitaldruck oder Silkscreen. Und ja, Seiden, ne, ist, also das ist natürlich, das macht ja so Hermes, macht es mit den Charles, ne, Silkscreen. Und dann haben die natürlich 40 so eine Silkscreens, weil die sich das natürlich auch leisten können. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat man maximal 6 Farben, wenn man nicht digital printet. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. I Aber don't ja. Also ich würde es jetzt mal kurz machen und dann würde ich eine Separation machen. Das heißt, es wird mir angezeigt, also ich rechne es runter auf 6 Farben und dann wird mir genau angezeigt, ja, wie die halt aussehen und sind. Ein Moment, das war's, ja. Jetzt hat er sich für die entschieden und das Ganze sieht nur noch so aus natürlich. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken. Das ist ein bisschen wie Recolor Artwork in Illustrator. Ja, jetzt Und du würde ich nimmst mir. Ja? Ah, ich die kann das verändern. Hintergrundfarbe. Ah, das ist mega cool. Du nimmst die Perfekt. Hintergrundfarbe dann passend zu den Elementen im Vordergrund, nehme ich an, ne? Dass du sagst, okay, jetzt habe ich hier Grüntöne und so ein bisschen Türkis, bisschen Gelb, Violett drin. Deswegen nehme ich ein dunkles Violett im Hintergrund, wenn es ein dunkles Violett ist. Ich hoffe, ich sehe das richtig. Es ist Navy Blue, würde ich jetzt sagen. Navy Blue. Es wirkt auf jeden Fall violett, vielleicht auch durch das Grün, ne? Ja, Aber vielleicht. Ja, also du passt es auf jeden Fall an, ne, und sagst, okay, das muss halt natürlich auch dazu passen und habe jetzt nicht eine einheitliche Hintergrundfarbe.
sondern zack, zack, ja. Zack. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Briefing an. Bevor man halt auf die Shows fährt, hat man ja natürlich ellenlange Moodboards, die man dann sich anguckt. Welche Farben sind diese Saison dran? Das ist ja immer alles ganz speziell und dementsprechend ändert sich ja dann auch der Look. Ich finde es immer ganz gut, wenn man so was Dunkles hat und dann poppt das immer und sieht so richtig bunt und fröhlich aus. Mhm. Ja. Ja, und hier kann ich jetzt die Farben verändern auf jeden Fall und auch separieren. Also, dass mir dann hinterher einzeln draus lädt natürlich. Und dann könnte ich das so direkt an den Auftraggeber weitergeben und sagen, hier sind jetzt meine einzelnen Layers. Mega cool. Ja. Die Leute sind begeistert. Ja. Helmut sagt, das ist ja mega gut, Separation in einzelne Farben, die man bestimmen kann. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal besorgen, weil das ist natürlich eine coole Sache. Und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, das ist ja natürlich eine mega schöne Geschichte. Gerade für Leute, die zum Beispiel sagen, ich würde so gerne coole Muster erstellen, aber ich kann zum Beispiel nicht zeichnen. Oder ich habe zwar die Möglichkeit, mir verschiedene einzelne Sachen lizenzfrei zu besorgen, aber ich kann halt zum Beispiel jetzt nicht auf die schnelle Muster draus machen, das mir gefällt. Ne? Und so hättest du natürlich die Möglichkeit, in ganz kurzer Zeit. Ich meine, wir reden jetzt ja von 25 Minuten, in der du das jetzt hier arrangiert hast. Wahnsinnig schön. Ja, also es ist echt, es war Game Changer. Wir sind ausgeflippt und haben uns gegenseitig so, wow. Wie viele hast du denn bisher jetzt gemacht? Wenn du ungefähr sagen könntest, so viele Patterns habe ich für mich schon jetzt erstellt. Weißt für du, mich persönlich? Nein, generell, wie viel hast du erstellt? Hunderte. Wenn es so einfach ist, machst du das doch den ganzen Tag. Nee, also ihr müsst ja auch überlegen, dass ich ja vorher die ganzen Elemente schon auch noch zeichnen muss. Die liegen ja nicht irgendwo rum, sondern die muss man ja auch noch zeichnen. Und ja, manchmal wollen die Auftraggeber natürlich dann auch Wasserfarben haben. Mhm. Und das muss man ja dann auch noch traditionell fertigen. Dann natürlich noch scannen und freistellen, was ja auch immer ein kleiner Zeitaufwand ist. Ja. Mhm. Ja. Das machst du dann auch alles in Photoshop, oder? Ja. Ja. Also, wobei jetzt auch wieder natürlich hier die Frage ist, du zeichnest ja selbst, das heißt in dem Fall, alles, was du zeichnest, ist auch dein Eigentum, dein geistiges, ne? Und dementsprechend kannst du die Sachen verkaufen. Barbara hat aber natürlich auch zu Recht gefragt, ich stelle mir das mit den Nutzungsrechten schwierig vor, du hast ja deinen eigenen Stil, aber wie machst du das, wenn du zum Beispiel die Teilelemente holen würdest, so wie das zum Beispiel ein Lasse Behnke macht, der sich ja zum Beispiel ein eigenes Foto nimmt und sich dann Materialien aus anderen Stockbildern zusammennimmt für ein Composing, für ein Compositing. Na? Und theoretisch, wenn du dir urheberrechtlich geschütztes Material, das du zwar lizenziert hast, nimmst, um sowas zu erstellen, würde ich mich fragen, ab welchem Punkt ist es denn wieder was ganz Neues? Boah, das ist super schwierig. Ich mache das wirklich alles selber. Mir ist das zu heiß. Mach's die sichere Seite. Ne? Ja, ja, klar. Ich überlege nur halt für die Leute, die es halt nicht können. So wie ich. Du kannst alles lernen, Chant. Ja, genau. Das ist halt genau das Ding. Der Thomas sagt, für Wasserfarben gibt es doch Adobe Fresco. Das ist bestimmt auch eigentlich interessant für dich, Dani. Ja, tatsächlich ist das super cool. Die Live Brushes sind ja wohl der Oberwahnsinn. Absolut, agree. Also, ne? Ich weiß nicht, ich saß mit meinem Freund auf dem Sofa und wir haben bestimmt erstmal 2 Stunden diese schönen Wasserfarben. Ich weiß. Es verläuft. Ja. Ja, tatsächlich, so ein paar Sachen habe ich auch schon damit gemacht. Aber ja, ich mache halt wirklich tatsächlich noch viel mit meinem Intus und einem echten Pinsel. Classic. Ist auch einfach nicht zu verachten. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich für Fresco wirklich noch brauche, ist, dass ich die Farbe direkt in der App ändern kann. Mhm. Ich glaube, das ist noch nicht. Oder kommt auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall. Es kommt bestimmt alles noch. Ja, weil, also ich glaube, wenn das noch kommt, dann bin ich komplett auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall dem Benjamin zeigen, vom Montag, von der Dienstag-Session, mit seinen coolen, was waren das für Dinge? Entenpferde? Ne? Also, das waren Pferdeenten? Pferdeenten. Irgend sowas.
Ja, in Pferdeenden, weil das wäre natürlich mega cool mit seinem Zeichenstil, ne? Die dann oder? Richtig schön hier platziert. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Als, ja, als das ist ja bestimmt cool. Ich schaue da gerade zu, Benedikt, wenn du gerade zuschaust. Das genau. Wir genau wollen sie immer noch sehen, die Pferdeenden. Wir wollen, dass du das siehst hier. Sehr, sehr, sehr schön. Die ja, Leute also sind begeistert, Dani. Für alle, die das mit dem Link jetzt nicht hinbekommen haben, weil sich da mit dem Download nicht funktioniert hat, ja, Tim hat schon gesagt, folgt uns einfach auf Discord. Tim kriegt es raus und wenn er Neuigkeiten hat, dann lässt er euch das wissen, wie ihr das alles installieren könnt. Und Toni sagt, danke an alle, toller Strom. Dani, deine Arbeit ist wunderschön. Dankeschön. Voll nett mit Google Translate hier noch. Fantastisch. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja. Und Fritz sagt ja auch was ganz Schönes. Er sagt, ich will hier mal eine Lanze brechen. Das, was wir in den 43 Streams gelernt haben, ist einfach großartig. Vielen Dank an das Adobe-Team und alle, ja, an alle Gäste. Weiter so. Absolut. Sehr, sehr schön. Ist vielen eine super Dank. Sache. Ja. Ja, ich habe mich auch so gefreut. Ich habe mich auch so gefreut, als ich Emmas Nachricht hatte. Ich war so, yes! Wie toll! Ja, das war auch wirklich ein wunderbarer Stream. Ich habe auch ganz viel gelernt heute und ich kann es kaum erwarten, dieses Plugin auszuprobieren, ehrlich. Genau. Ja, weil es eröffnet einfach so viele neue Möglichkeiten auch wieder. Und also, das war ja jetzt nur angeschnitten. Wenn man dann erstmal so richtig reinkommt. Ja. Blut geleckt und ich bin schon gespannt auf eure Sachen im Discord. Ich hoffe, ihr teilt da eure selbstgemachten Muster dann mit uns. Ja, und sobald mein neuer Laptop da ist, den ich bestellt habe und der noch nicht da ist, werde ich das auf jeden Fall bestellt. Sobald ich ihn bestellt habe, werde ich das hier, sobald ich ihn habe, werde ich das hier auch mal ausprobieren, weil mein aktueller macht das jetzt nicht mit, aber das ist echt eine coole Geschichte. Und dann möchte ich Pattern von deinem Gesicht sehen, Chan. Oh ja, kriegst du. So solche. eigentlich kannst du es doch schnell machen. Also, ja, mein Laptop hält es nicht aus. Ich habe einen schon etwas altersschwachen, deswegen kriege ich auch einen neuen, weil der nämlich schon ein bisschen sehr leicht am Überhitzen ist. Ich bin schon froh, dass er noch meine Streams mitmacht hier. Also, ein goldenes Zeitalter bricht an. Genau, das goldene Zeitalter der Patterns von meinem Gesicht. Bald als T-Shirt und Pulli erhältlich. Instagram kann sich schon mal warm anziehen. Genau. Cool. Vielen lieben Dank, liebe Freunde. Vielen Dank an dich, Dani und Julia super natürlich gerne. Auch. Das war echt ein sehr schöner Ausflug in den Bereich des Pattern Designs. Vielen, vielen Dank an das ganze Team, sagt Andreas. Jeden Tag eine neue Welt, sagt Barbara. Vielen Dank an dich, Dani von Tamara. Mega interessant. Alle sind begeistert. Ein wunderbarer Stream. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Es war wirklich der beste Donnerstag seit langem. Ah, schön. Das freut uns zu hören. Und wenn du magst, wie gesagt, ihr wisst ja auch alle Bescheid, liebe Leute aus dem Stream. Wir haben ja auch unseren Discord-Channel, bei dem es auch nach Adobe Live mit der Kommunikation hier und mit dem Chat weitergeht. Das heißt, auf discord.gg/adobelive.de, der Tim hat es schon netterweise gepostet, vielen Dank dafür, habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch nach dem Chat mit uns weiter zu chatten und mit unseren Gästen. Vielleicht hat auch die Dani Lust, mal zu kommen. Wir wissen es nicht. Schaust du dir mal an, wenn du Lust hast. Würden wir uns freuen. Genau, kriegst dann die Rolle Adobe Guest. Genau, kriegst dann so eine Special Role. Könnt ihr mir bestimmt gleich einen Link schicken, oder? Genau, können wir gleich nochmal. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank auch an euch, liebe Freunde aus dem Chat. Und vor allen Dingen nicht vergessen, einen wunderschönen Vatertag an alle Daddys und auch alle angehenden Daddys. Schön, dass es euch gibt und schön, dass ihr heute euch Zeit genommen habt, hier dabei zu sein. Yay! Yay! Ihr könnt auch noch was sagen, Leute. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für alle, die zugeguckt haben. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Wunderbar. Das war ein super schönes Wort. Und danke an euch natürlich, ne? Also, dass ihr das so schön. Danke. Morgen sehen wir uns wieder um 11 Uhr frisch und fröhlich mit der Elif. Die zeigt uns nämlich auch was zum Thema Illustration, macht auch wahnsinnig schöne Sachen. Also auf jeden Fall wieder einschalten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr für heute nicht genug habt, wartet noch eine Stunde. Um 1 geht's weiter mit den englischen Streams. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Genießt den Tag und bis morgen. Tschüss, Freunde. Jetzt mach mal die Welle.